Sag Rock, wir holen ihn uns. Sag's mir doch einfach selbst. Du bist erledigt, Rock. Beenden wir es. Tja, beenden wir es. Willkommen hier zu einem neuen Part von Call of Duty Ghosts. Ihr habt das Glück, hier bei Heartbeat Games gelandet zu sein. Wie? Keine Ahnung. Ihr YouTube-Klicker. Ey Mann, das geht hier aber gleich mal ab. War das eben ein Feind, der hier rumgelaufen ist? Ja, anscheinend. Na, das kann einmal hier heiter werden. Ich glaube, so langsam aber sicher. Jetzt wirklich gegen Ende. Tja, die Call of Duty-Teile sind natürlich nicht wegen ihrer Länge bekannt. Also was die Spieldauer anbelangt, diesmal dürfte es auch keine Überraschung werden. So, frisst mal das. Ja, verdammt, ich bin hängen geblieben. Was für ein Ding? Was habe ich denn als Zweitwaffe? Ja, auch nicht schlecht. Ja, der springt einfach aus der Deckung heraus. Auch ganz klug, der Junge. Ach, hier kann ich überhaupt gar nicht. Wir erreichen Rock schneller über das Dach. Ja, verdammt! Was war denn das? Sie müssen auf dem Zug bleiben. Was du nicht sagst? Klugscheißer. Ach, ich muss einfach rüberspringen. Auch gut. Ja, sonderlich intelligent bin ich nicht. Habe ich auch nie behauptet. So, der eine ist die Schichte. Ja, ja, die Scripts haben sie wirklich drauf. Ja, Hesch, hilf mir doch mal. Alter, der steht da echt wie ein Baum in der Umgebung rum. Oh, Alter. Was du nicht sagst. Alter, der ist nicht gestorben, du verdammte Ratte aber auch. Wo ist denn der Hash? Ja, ja, der versteckt sich, die feige Sau. So, jetzt brecht er nach vorne. Auch nicht sonderlich intelligent, die Burschen.
Naja, die KI war eigentlich nie intelligent hier bei Call of Duty. Leider. Und Tap. Hörst du mich? Hör dich, Ash. Wir nähern uns Rock. Wenn du Schachmatt hörst, schießt du auf unsere Position. Bestätige. Wie bitte? Bitte wiederholen. Du hast mich gehört. Auf Schachmatt. Feuer auf den Zug. Schade ist es auch, dass die Sounds so komisch, ja, abgemischt wurden. Wir dürfen nichts riskieren, Logan. Auch wenn wir versagen, stirbt Brock. Okay, 3, 2, 1. Verloren, Rock. Es ist vorbei. Schachmatt. Schachmatt bestätigt. Was war das? Was hast du getan? Game over, Rock. Es ist vorbei. Tja, wie könnte es auch anders sein, wenn man scheint überlebt. Nimm die Waffe! Nein, der will nicht! Okay, wir müssen rausschwimmen. Tja, das kann aber heiter werden, Jungs. Versucht ihr jetzt auch etwa irgendwie die Luft anzuhalten? Habe ich immer früher in den Filmen gemacht. Und nie ist es zu schaffen. Hörst du mich? Ash! Ash, bist du das? Ja, ich bin bei Logan. Wir sind okay. Und Rock? Tot. Er ist tot. Verstanden. Die Föderation zieht sich zurück. Es wird jetzt und hier noch beendet. Halt durch. Sie holen dich ab. Thank you.
Gut. Du hättest einen großartigen Ghost abgegeben. Aber das wird nicht passieren. Es wird keine Ghosts mehr geben. Wir werden sie zusammen vernichten. So, liebe Leute, ihr habt jetzt gerade Call of Duty Ghost zu Ende gesehen und ja, was mir jetzt noch übrig bleibt, ist meinen geistigen Dünnpfiff über die ganze Sache zu streuen. Tja, ich fand die ganze, also die Kampagne jetzt zwar nicht schlecht, aber bei weitem auch nicht gut. Ich würde mal, wenn es nach den Schulnoten gehen würde, eine, ja, doch solide 4 geben, vielleicht so in Richtung minus 4, ja, also doch in Richtung eher schlecht, weil es war bei weitem schlechter jetzt als die Kampagnen, die davor gewesen sind. Ja, Black Ops 2 war bei weitem besser, obwohl Technik, Grundgerüst, KI, alles nahezu identisch gewesen ist, also nichts Herausragendes. Nein, die Story fand ich da ein bisschen besser. Man hatte ein bisschen mehr Bezug irgendwie auf die Charaktere. Zum Beispiel hier gab es einen Charakter, der so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, und das war Rock. Und zum Schluss hat man den einfach so fallen gelassen. Also warum hat er das gemacht? Wieso? Weshalb? Was ist denn da wirklich passiert? Man hat nur gehört, man hat ihn gefoltert, irgendwie Psychoterror, und das war's dann. Tja, also Charaktere, ja, mag sein. Jetzt werdet ihr sagen, ey, das ist Call of Duty. Bisschen Bang, Bang, Boom, Boom und das war's. Aber dennoch, dieses Bang, Bang, Boom, Boom war auch schlecht. Ja, als die anderen Call of Duties. Also insgesamt doch eher enttäuschend. Obwohl es jetzt nicht in einem schlechten Niveau gewesen ist, würde ich mal sagen. Ja, eine solide 4, also ausreichend. Ist okay. Aber dafür irgendwie, ja, ihr müsstet mal den Abspann sehen, der war wieder mal übelst lang, über 10 Minuten, glaube ich. Es waren so viele Leute mit involviert in diesem Spiel. Was kriegt man denn dafür? Was machen die denn da alle? Ich meine, Activision könnte mich auch einstellen. Ich könnte da auch irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendetwas machen. Also, es arbeiten so viele Leute dort, und was kriegt man da letzten Endes? Eine 4-Stunden-Stunde Kampagne, eine 4-stündige Kampagne oder 5, keine Ahnung, sowas in dem Dreh. Also wirklich, Leute, die Shooter fressen, die spielen dieses Spiel in 3 Stunden durch, ja. Wenn man sich wirklich auf die Mission konzentriert, ratzfatz, rein und raus, 3 Stunden ist das Ding gegessen. Und das kriegt man dafür, oder was? Irgendwie einen Vollpreistitel, da wo tausende, aber tausende Leute arbeiten, und dann kriegt man eine 4-Stunden-Kampagne. Und was kriegt man im Multiplayer? Tja, irgendwie 9 oder 10 Maps, die mal okay sind, mal schlecht. Seit Black Ops 1 gibt es eigentlich gar keine guten Maps mehr. Oder habt ihr irgendeine in Erinnerung? Könnt ihr euch an irgendeine Map bei Modern Warfare 3 erinnern? Ja, oder bei Black Ops? Black Ops 2 zum Beispiel? Nein, keine Ahnung, was die da verzapfen. Obwohl Black Ops 1 hatte auch jetzt nicht so die Top-Maps. Da fand ich schon Modern Warfare 2 bei weitem gut, mit Subbase, mit Skid Row, mit High Rise, und Afghan fand ich auch persönlich sehr schön. Ja, das kriegt man dafür. Also meiner Meinung nach ruhen sich die Leute bei Infinity Ward oder beziehungsweise bei Activision, ganz ehrlich. Bei Activision ruht man sich auf den Lorbeeren aus, die man sich verdient hat damals mit Infinity Ward. Aber nicht zu vergessen, dieses Infinity Ward von damals, was den Grundpfeiler für die Erfolgsserie so gesehen gelegt hat, ist überhaupt gar nicht mehr existent. Die Chefentwickler und deren Topmänner sind ja weg. Die haben ja Respawn Entertainment gegründet, und demnächst kommt ja ihr erstes Spiel, ihr erstes Machwerk, nämlich Titanfall. Und darauf bin ich gespannt auf jeden Fall, denn mit Call of Duty geht es stetig bergab. Also technisch gesehen hängt man wirklich ja, Jahre hinterher der Konkurrenz, vor allem auch hier mit
Call of Duty Ghosts. Obwohl das jetzt eine neue Engine sein soll, ist es ja nicht. Ist ja nicht die neue Engine. Also die wurde zwar ein bisschen aufgemöbelt und so weiter und so fort, aber was sie alles so anrichtet auf dem PC, sehen wir ja. Es ist hardwarehungrig wie Sau. Und gibt nicht mal die Hälfte wieder, was andere Engines leisten. So, schaut euch mal bitte schön Battlefield 4 an. Man kann über das Spiel sagen, was man will. Ja, es ist verbuggt, es hat noch viele, viele Probleme und so, Server-Lags und so weiter und so fort. Aber bezüglich der Technik sind die echt top. Ja, also was die Grafik und auch was den Sound angeht. Und hier, man stagniert nicht mal auf einem guten Niveau. Es wird irgendwie jährlich immer so ein bisschen komischer, irgendwie so ein bisschen verwirrter. Und das ist schon absolut enttäuschend. Also Call of Duty ist eine Milliardenmarke. Es kann nicht sein, dass so ein Vorreiter, will ich mal sagen, in den Verkäufen, dass sie so etwas abbieten in 2013. Wir sind hier Ende 2013, nächstes Jahr 2014 und ich bin mir sicher, nächstes Jahr werden sie wieder gemäß diesem Schema ein Call of Duty raushauen. Diesmal kommt es wahrscheinlich von Treyarch und da muss ich sagen, Treyarch hat das bessere Call of Duty abgeliefert mit Black Ops 2. Ja, ich fand den Multiplayer bei weitem besser. Die Kampagne fand ich auch bei weitem besser. Es ist wirklich schade. Ja, vielleicht werdet ihr jetzt sagen, hey Mann, Grafik ist doch nicht alles. Klar ist die Grafik nicht alles. Weißt du, ihr habt ja recht. Ich gebe euch recht. Das Ding ist, das ist keine Indie-Scheißproduktion oder irgendwie sowas. Mann, das ist eine Milliardenmarke. Das ist Call of Duty. Jahr für Jahr setzen sie Millionen von Millionen Verkäufen und da bieten sie den Spielern eigentlich überhaupt gar nichts. Ehrlich, würde euch jemand sagen, hey, guck mal, okay, bei der Kampagne vielleicht nicht, aber würde man im Multiplayer sagen, hey, das ist ein Free-to-Play-Shooter neu rausgekommen, ich würde es denen glauben, ehrlich. Hat fast genau die gleiche Qualität. Ja, die Kampagne machen sie immer noch gut, weil sie diese Scripts beherrschen. Ja, da explodiert was, da fliegt euch was um die Ohren und sowas. Battlefield 4 hat das versucht, ja, es ist gescheitert, ganz klar. Da ist immer noch Call of Duty Klassenprimus. Ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, man weiß so, einmal im Jahr will ich mal so ein Spiel haben, so ein Actionfilm zum Mitspielen, 4-5 Stunden, ist okay, aber dafür bezahlt man noch irgendwie nicht den Vollpreis oder sowas. Ich habe für das Spiel 50 Euro hingeblättert. Ja, ist schon krass, oder? 50 Euro und ich bin absolut enttäuscht. Also ich weiß nicht, so langsam, ich war immer eigentlich ein Fan von Call of Duty bis... Naja, nicht immer. Schon mit Black Ops 1 ging's los, ja, weil es auch hardware-technisch absolut im desolaten Zustand released wurde. Auf dem PC, komischerweise, da wo sie groß geworden sind, also hier die Call of Duty Jungs. Am PC sind sie groß geworden und drehen sich jetzt in den Rücken zu. Tja, anscheinend lohnt es sich auch nicht. Ja, es ist ja, man muss das auch ganz klar sehen, es ist streng kapitalistisch alles, ja, wenn es sich nicht lohnt, also muletenmäßig, dann macht man das einfach nicht mehr. Und aber es ist dennoch enttäuschend, weil mit Call of Duty setzen sie sich schon sehr, sehr viel Geld um. Da könnte man ein bisschen was anderes erwarten. Meine Fresse, von mir aus sollen sie irgendwie eine andere Engine lizenzieren oder irgendwie sowas, ja? Keine Ahnung. Schaut mal, was Respawn Entertainment mit der Source Engine gemacht hat bei Titanfall. Ich konnte es nicht glauben, dass das die Source Engine gewesen ist. Ja, oder sollen sie von mir die neue Unreal Engine irgendwie lizenzieren? Sie selber kriegen das anscheinend nicht gebacken, irgendwie mit einer guten Engine daherzukommen. Ja, sollen sie sich eine lizenzieren, verdammt nochmal. Das Geld haben sie doch dazu. Warum machen sie das nicht? Das ist denen scheißegal. Aber wisst ihr, was mich aufregt? Dieses Geld, was man dort wirklich in die Entwicklung reinstecken könnte, wisst ihr, wo sie es ausgeben? Ja, an Megan Fox. Die darf mal einen Trailer machen für Call of Duty. Da, wo du dich an den Kopf fasst und sagst, Alter, Mann, das hat doch bestimmt Millionen gekostet. Warum steckt ihr das einfach nicht hier in die Entwicklung und holt da Megan Fox, holt da irgendwie 5 andere Nerds voll mit Klischees? Zum Kotzen finde ich die Trailer. Macht vielleicht im ersten Anschauen irgendwie so Lust auf mehr und ist witzig, aber hinterfragt mal diese ganze Scheiße. A Soldier irgendwie steckt in uns. Ja, ja, am Arsch steckt ein Soldier. Das ist ein Spiel, man. Ich finde es wirklich schade, dass man sich darauf nicht konzentriert und diese Gelder wirklich dem Marketing so irgendwie
abwirft und letzten Endes kriegt man so ein technisch desolates Spiel hier geboten. Tja, viel Spaß aber auch. Na gut, ich habe jetzt genug Kritik geäußert für Call of Duty. Das ist wirklich alles subjektiv, Leute. Nehmt es mir nicht übel. Ich will hier auch keinen an den Bein pissen oder irgendwie sowas. Nein, absolut nicht. Ich mag die Call of Duty Serie jetzt aber nicht mehr so. Ja, also ich bin echt kurz vorm Abbruch. Also wenn ich nicht wüsste, dass Treyarch ein besseres Spiel abgeben wird, das wären sie mit Sicherheit. Denn Ghost ist, glaube ich, der Tiefpunkt der Reihe. Tja, dann würde ich sagen, Alter, nie wieder Ghost. Ich werde mal sehen, was noch kommt. Und, naja, wie gesagt, ich denke mal, es wird besser. Also, wenn es schlechter gehen würde, dann haben sie echt verkackt. Und das merken die Leute auch, ja, die bei Infinity Ward. Denn Call of Duty Ghost hat es bei weitem nicht geschafft, mit Black Ops 2 gleichzuziehen, was die Verkäufe angeht. Und das ist immer wieder der Punkt da, wo man sie wirklich trifft. Alles andere, Kritik zu äußern, sonstiges zu machen, das hilft einfach alles nicht. Das Beste wäre, die Scheiße einfach nicht zu kaufen, weil es ist wirklich in einem Scheißzustand. Ja, guck mal, wie lange das her ist. Jetzt erst beende ich die Kampagne. Warum? Weil ich gar keine Lust mehr hatte. Weil es mir technisch so viele Probleme gemacht hat und so weiter und so fort. Es lief nicht. Dabei habe ich wirklich ein System, wo ich Battlefield auf Ultra spielen kann, und bei Call of Duty geht das nicht, obwohl Call of Duty bei weitem schlechter aussieht. Da kratzt man sich doch an den Kopf. Naja, Leute, so viel dazu. Ich meine, ihr könnt mich auch zutexten. Habt ihr persönlich dazu eine Meinung? Ja, dann schreibt sie bitte unter den Comments. Ich würde gerne mit euch darüber mich unterhalten. Wenn ihr, ey, von mir aus, wenn ihr wollt, machen wir auch irgendwie so ein Teamspeak Diskussionsrunde darüber, wenn ihr so lustig seid. Aber gebt mir bitte auf jeden Fall euer Feedback. Ich hoffe dennoch, dass es euch eine Menge Spaß gemacht hat. Falls ja, dann kommentiert bitte, wie eben gesagt. Like das Video, das würde mir weiterhelfen. Und wenn ihr den Channel nicht abonniert habt, dann abonniert auch bitte den Channel. Denn das eine oder andere Projekt hier, Video hier, wird euch mit Sicherheit interessieren. In diesem Sinne, macht es gut und bis dann. Ciao.